Hallo, mein Name ist Evi Bosselmann von www.kreativparty.de und heute wollte ich euch zeigen, wie man hier diese zwei Karten machen kann. Ja, ich nenne das mal so, das ist eine Karte. Ich habe hier diesen Schmetterling hier genommen, bei dieser Karte als Schablone benutzt und dann hatte ich den natürlich übrig und da dachte ich, okay, da mache ich ein Video, dass ich euch zeige, wie man halt ja, mit einem Schmetterling praktisch zwei Karten basteln kann. Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall andere Farben verwenden. Die lasse ich einfach mal hier liegen, die Karten. Und zwar nehme ich jetzt die Farben Bermuda Blau, Jade und grüner Apfel. Bei diesen Karten hier hatte ich verwendet Mango Gelb, Blutorange und Wassermelone. Genau, und die Stempelsets bzw. Stanzformen, die ich verwendet habe, sind einmal hier das Stempelset habe ich jetzt hier nicht verwendet, aber die Stanzform dazu, genau, das verlinke ich euch dann auch. Und dann hier aus dem Stempelset habe ich genommen den Spruch Happy Birthday, das Stempelset heißt Friendly Flamingo. So, ich habe hier zwei Grundkarten. Wie ich die Grundkarten falte, das zeige ich euch in einem anderen Video. Das verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Und genau, das sind praktisch 10,5 x 14,85 cm. Dann habe ich hier den zweiten Aufleger mit 10 x 14,35 cm und hier den obersten Aufleger mit 9,5 mal 13,85 cm. Das ist dann hier bei der Karte genauso. Und genau, als erstes brauche ich meine Schablone. Und zwar nehme ich mir die Big Shot daher. Entschuldigung, nicht die Big Shot, die Stanzprägung und Stanzmaschine. Die ist ja recht neu im Sortiment. Früher gab es die Big Shot, die gibt es ja jetzt nicht mehr. So, da stanze ich mir jetzt erstmal hier einen Schmetterling aus. Das ist dann der Schablonschmetterling. Das muss ich nochmal beiseite legen. So, jetzt werde ich gleich noch den Schmetterling, den gleich noch mal ausstanzen in Transparent. Das ist das Pergamentpapier von Stamping Up. So. So, der Schmetterling, finde ich, der steht auch schon so von sich aus hier, dieser aus Pergamentpapier. So, und bei dem Schmetterling, da nehme ich jetzt den kleinsten, einen der kleinsten Aufleger und lege mir den Schmetterling, den positioniere ich mir hier. Und zwar, damit er nicht verrutschen kann, mache ich mir hier einfach hier diese Mini-Klebepunkte hier drauf. Hier in der Mitte, das reicht. So, dann gucke ich, wo ich den haben will.
Dann setze ich mir den hier hin. Ist egal, den lasse ich jetzt so. Ich hätte noch mehr ein bisschen nach rechts gehabt, aber da war ich zu schnell. Genau. Und ich werde mir jetzt praktisch hier den Hintergrund kolorieren, beziehungsweise, ja genau, beziehungsweise hier in diese Flächen hier. So, und ich, ja, ich fange jetzt einfach mal mit der dunkelsten Farbe an. Ich mache das hier mit diesen Stamping Blend Pinseln. Das sind so ganz feine Härchen sind das hier. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Ja, zuerst dachte ich, das ist so ein Schwamm. Es gibt ja auch diese Fingerschwämmchen von Stamping Up. Die sind natürlich, ja, hier habe ich so einen liegen. Die sind sehr viel kleiner hier von der Fläche. Und die hier, die sind super. Damit kann man auch größere Flächen schön einfärben. So, und da gehe ich jetzt einfach rüber. So, und damit das nicht ganz so stark ist am Anfang, tupfe ich mir hier erstmal was hier aufs Papier und fange vorsichtig an. Bei den Fühlern guckt man so ein bisschen. Ich habe hier pro Farbe von den Pinseln hier ja ein Pinsel, ja, dass ich dann praktisch in ähnliche Farben immer mit dem gleichen Pinsel reingehe. So, jetzt will ich das hier praktisch hier kommt jetzt nichts mehr. Jetzt gehe ich einfach mal in die nächste Farbe. Dann nehme ich mir hier das etwas hellere Jade. Es fällt kaum auf, dass das ein bisschen anders ist, aber ich kann dann immer noch mal zum Schluss gucken. Dass man sonst nochmal mit der ersten Farbe zum Beispiel rüber geht. Jetzt nehme ich hier den grünen Apfel. Vielleicht reicht das auch schon. Mal gucken. Ja. Ich mache hier nochmal ein bisschen von dem Jade. Dass das so ein bisschen ineinander verwischt, verläuft. So, ich denke, das reicht so. Ja, genau. So, das ist die Karte Nummer 1 dann erstmal. Das heißt, den Schmetterling hier, den nehme ich mir jetzt hier vorsichtig wieder ab. So, und lege ich mir hier erstmal beiseite. So, dass hier der Fühler nicht gut sichtbar ist, das ist nicht schlimm. So. Das kommt jetzt auch erstmal beiseite. Ich werde jetzt den zweiten Aufleger bearbeiten, und zwar hier. Hier habe ich ja überall Happy Birthday embossed. Das habe ich hier aufgestempelt als Hintergrund und bin dann praktisch mit der Farbe rübergegangen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mir hier auch den richtigen Aufleger schnappe. Genau, das mache ich jetzt auch, und dann will ich auch gleichzeitig noch mal, weil ich das dann auch embosse, den Happy Birthday Spruch auch hier zweimal aufstempeln. So, dazu brauche ich meinen Versamark.
So, und Happy Birthday auf der Karte hier, das mache ich ja nach Belieben. Ja, einfach. Ich hoffe, ich bin jetzt immer gerade. Ich will meinen Kopf jetzt nicht direkt unter die Kamera halten. Ruhig auch über den Rand hinaus. Ich denke, das reicht bei der Karte. So, und jetzt mache ich das noch. Jetzt sehe ich mein Embossing-Pulver und werde mir hier das Pulver auftragen. Das ist nicht schlimm. Zerknickt, das weiß ich nicht, was habe ich jetzt hier gemacht. Pinsel und mach das Überschüssige weg. Und jetzt kann ich auch diese Karte hier einfärben. Und das mache ich dann ja genauso wie auch die andere Karte. Ich fange hier ruhig wieder mit Bermuda-Blau an. Ich gehe praktisch von Eck zu Ecke und mache das ja so, wie es mir gefällt. Ich wieder in das Jahr rein. Also sieht man nicht wirklich einen großen Unterschied, dadurch, dass das sehr viel heller ist. Aber gerade deshalb finde ich das so vom Verlauf her ganz schön. Und jetzt den grünen Apfel. So, jetzt kann ich eigentlich auch schon die Karten zusammenkleben. Genau, dafür nehme ich Dimensionals. So, bei der Karte hier, da habe ich noch Spritzer drauf gemacht. Jetzt habe ich natürlich die gerade hier abgemacht, aber ich probiere mal Folgendes. So, ich hoffe, das ist jetzt hier nicht,
Das klebt jetzt hier allzu sehr fest. So, und zwar die Spritzer hier auf der Karte, die habe ich hier mit einem Marker gemacht. Das ist jetzt, hier nehme ich jetzt einfach mal, das ist Bermuda Blau von den, wie heißt die? Ja, die gibt so ein 10er-Pack. Das sind hier die Signalfarben. Und das spritze ich hier einfach über die Kappe. Wenn es denn will. Warum geht das jetzt nicht? Ah, ich befürchte fast, das ist fast alle. Zeig mal Folgendes. Wenn wir hier gerade dabei sind, jetzt werde ich nochmal, ich muss mir jetzt mal den Schuh holen. Ich werde jetzt hier einfach die Farbe nochmal auffüllen. Das hat jetzt zwar nichts mit der Karte zu tun, das werde ich dann wahrscheinlich rausschneiden, vielleicht in einem anderen Video dann zeigen, aber ich mache das jetzt hier einfach mal. Jetzt brauche ich hier einen. Ich ziehe jetzt hier ganz vorsichtig hier die Spitze raus und fülle mir hier was rein. Das ist ganz normal der Stempelauffüller, der Nachfüller, den man praktisch auf Stempelkissen aufmachen kann. Ich hoffe, ich klicke jetzt hier nicht überall. So, den mache ich gleich zu. Schiebe ich mir das hier vorsichtig wieder rein. So, ich mache den erstmal zu. Ich will auch noch die Zange hier sauber machen. Also so. So. Das soll doch gehen. So, und jetzt mal gucken, ob es jetzt funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Das war jetzt ein bisschen sehr viel. So, das reicht mir jetzt auch schon. Bei der Karte hier waren die Spritzer sehr viel feiner. Ich habe es genau so gemacht. Ja, gut, vielleicht war jetzt hier zu viel Farbe drin, was ich jetzt hier gerade reingemacht habe. Aber das war jetzt einfach nochmal zum Zeigen. So, und die Karte klebe ich mir jetzt hier auf. Mittig. So, und jetzt brauche ich den Schmetterling. Genau, den kann ich mir hier nochmal übers Halsbein ziehen. Hier so ein bisschen hochbiegen. So, und den setze ich mir jetzt hier hin. Ja, genau, hier hatte ich jetzt so eine kleine Delle hier. Und um die zu kaschieren. Ich bin jetzt praktisch den Schmetterling hier rauf. So, jetzt schneide ich hier nochmal eben ganz flink, wenn ich dann meine Schere wieder finde, die beiden Sprüche aus. So. Schleifchen kann ich auch schon mal binden. Dann mache ich jetzt auch gleich zwei Stück, weil für die andere Karte brauche ich auch ein Schleifchen.
Ich lasse ruhig die Bänder so ein bisschen hängen. Ich finde das ganz schön, wenn die so lang sind. So. Aufkleben mache ich gleich. Ich mache jetzt hier erstmal meine andere Karte fertig. Das mache ich genauso. Ich nehme hier auch wieder Dimensionals. Das mache ich ja gerne. Ich verwende immer noch mal alte Karten, wo ich die verstempelt habe oder dann nehme ich mir hier noch mal die Rückseiten, die kann man ja immer noch verwenden, das sieht man ja nicht mehr. So, und hier nehme ich mir noch den Schmetterling aus Pergamentpapier zur Hand und da mache ich mir auch Blue Dots drunter, also diese Mini-Klebepunkte hier. Und den klebe ich mir jetzt hier ein bisschen versetzt hier rauf, so dass man dann noch das Weiße auch sehen kann. So. Genau, meine Schleifen. Da nehme ich mir jetzt einen Klecks Flüssigkleber. Da kommt auch sofort was raus. Ein bisschen trocknen. So. Während das trocknet, mache ich mir hier noch jetzt hier Dimensionals drauf. Also hierfür sind die Ränder dann immer ganz gut. Die kann ich mir hier so abschneiden. So. Und den Spruch, den klebe ich mir hier ruhig hier zwischen das Bändchen. So, das ist jetzt eine ganz schlichte Karte hier mit den Sprenkeln. Die ist jetzt etwas kräftiger. Vom Prinzip her, vom Layout her sind ja beide Karten identisch aufgebaut. So. Genau. Das ist dann mein Projekt für heute gewesen. Ja, ich hoffe, dir haben die beiden Karten gut gefallen. Dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genau, schreib mir ruhig auch in die Kommentare rein, ob du die Karte nachbastelst oder vielleicht in einer anderen Farbe oder so. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Genau, alle aktuellen Produkte, die kannst du natürlich bei mir in meinem Online-Shop kaufen. Besuch mich einfach mal auf meiner Website unter www.kreativparty.de. Ja, und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.